Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kiefer Wissen. Der Podcast für Menschen mit CMD, Kiefer-, Kopf-, Nacken- und Rückenbeschwerden. Mein Name ist Stefanie Kapp und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kiefer Wissen, heute mit einer Interview-Folge. Der liebe Dr. Paul Hammer ist heute im Interview und Paul ist Systembiologe, Bioinformatiker und Geschäftsführer und CEO bei Biomass. Ja. Ich habe es wahrscheinlich, hoffe ich, habe es richtig ausgesprochen, Biomass. Und ja. Es ist ein innovatives Startup, die einen besonderen Stuhltest herausgebracht haben, der zur Untersuchung der Darmflora dient. Und was genau diesen Stuhltest so außergewöhnlich macht, das wird er uns heute noch erklären. Aber jetzt herzlich willkommen, Paul, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Steffi. Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Du hast schon richtig gesagt, also auf Deutsch darfst du Biomass sagen. In Englisch nennt man uns Biomes. Ist beides erlaubt. Ja, cool. Paul, mit welcher Motivation bist du denn eigentlich zur Systembiologie gekommen? Weil das ist jetzt so ein Thema, was einem nicht so leicht über die Lippen geht und was wahrscheinlich der eine auch mal fragen wird, was ist denn Systembiologie? Was hat dich daran so gecatcht und warum bist du da reingegangen? Das ist schon ein bisschen länger her, weil ich war, glaube ich, so 18, 19 während meiner Abitur und hatte damals eine Reportage gesehen über den ersten Bioinformatiker in Deutschland. Und ich war schon, hatte schon meine Homepages und hatte mehrere Sachen, also habe immer viel programmiert, aber irgendwie nur am Computer sitzen war nicht so mein Ding. Und ich wollte auch raus und Proben sammeln im Wald oder auf Gewässer. Und dann war Bioinformatik eigentlich der ideale Studiengang. Weil du dort biologische Daten sammelst, erhebst, indem du Experimente machst oder halt wirklich irgendwo was einsammelst und diese biologischen Proben dann digitalisierst und dann Mengen an riesigen Daten erzeugst, die du dann mit bioinformatischen Tools und Methoden auswertest. Und ja, so bin ich dann über mein Studium auch zur Promotion gekommen. Und da bin ich auch erstmals in Kontakt mit der sogenannten Next Generation Sequencing Technologie in Kontakt gekommen, ja, die extrem hohe oder große Datenmengen erzeugt, weil wir erstmals damit in der Lage waren, komplexe Genome zu digitalisieren, zu analysieren. Und deswegen war ich dann auch während meiner Promotion in dem Feld sehr aktiv und bin dann halt auch auf die Idee gekommen, die jetzt Biomes Grundlage ist, und habe dann angefangen, an der Technologie weiter zu arbeiten, habe mir ein Team zusammengesucht und habe dann diese Biomes-Seq, nennt die sich, ist die Technologieplattform, entwickelt, jetzt die Grundlage ist für unsere Anwendung. Wow, also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie du das meintest als Kind. Bei mir ging es eher so, ich habe als Kind irgendwelche Tiere auseinandergenommen, um mal zu wissen, was da drin ist, zum Leidwesen meiner Eltern. Also ich kann das verstehen, ne? Dass man als Kind so begeistert ist und sich da irgendwie hineinfindet, und spannend, was dann am Ende draus geworden ist. Bei dir ja ziemlich groß. Bioma ist da mittlerweile ein sehr großes Unternehmen, was ihr hochgezogen habt. Und jetzt lass uns mal ein bisschen einsteigen in den ganzen Darmapparat. Ja. Was für Arten von Bakterien leben denn in unserem Darm? Ja. Oder auch Organismen? Und wo sind die denn eigentlich da? Ja, also das Ganze nennt sich eigentlich Mikrobiom oder Mikrobiota. Die Mikrobiota sind alle Mikroben, also Mikroorganismen, wie Bakterien vor allem, aber auch Pilze, Viren, einzellige Parasiten, Archaeen, Bakteriophagen. Da gibt es verschiedene Klassen an Mikroorganismen, die in und an unserem Körper leben. Die leben überall in unserem Körper. Nicht nur im Darm, die leben auch auf der Haut, im Auge, im Mund. Und dieses Mikrobiom oder diese Mikrobiota, das ist spannend, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, sind deutlich mehr fremde Zellen als körpereigene Zellen an unserem Körper. Und es gibt ja das erste Genom, das ist das, was wir von unseren Eltern geerbt bekommen, das ist in jeder unserer körpereigenen Zelle. Und dann gibt es halt dieses zweite Genom, dieses Mikrobiom. Und das bekannteste ist halt die Darmflora. Und eine gesunde Darmflora hat um die 1000 verschiedene Mikrobenarten. Ja, man sagt so 98% sind Bakterien, 1-2% sind Pilze und der Rest sind dann halt die anderen Klassen von Mikroorganismen. Und die haben unterschiedlichste Aufgaben. Also gerade beim Darm geht es natürlich erstmal darum, was kann ich verdauen?
wie gut kann ich es verdauen? Ja, also da geht es los, die Makrostoffe, Proteine, Fette, Lipide. Dann haben wir aber auch Mikroben, die können bestimmte Vitamine synthetisieren, wie B12 oder K2. Wir haben Mikroben, die sind wichtig für die Bildung der Darmschleimhaut oder der Darmwand, der Darmbarriere, indem sie selber dort Teil sind dieser Darmschleimhaut oder bestimmte Proteine oder Moleküle produzieren, die wichtig sind für die Integrität. Und gerade bei der Darmschleimhaut entscheidet er darüber, wie viel kann ich aufnehmen, beziehungsweise wie schützt sie mich vor Giftstoffen. Ich vergleiche das immer mit einem Fischernetz. Wenn du große Maschen hast, dann kommt zu viel durch. Wenn du kleine Maschen hast, dann kommt zu wenig durch und das Gleichgewicht nicht stimmt. Ja, und dann gibt es Bakterien, die spielen eine Rolle bei Entzündungen oder sie sind entzündungshemmend. Dann haben wir Bakterien, die entscheiden darüber, wie viel Kalorien wir aus einer Nahrung herausziehen können und den Körper zur Verfügung stellen. Dann gibt es Bakterien, die bestimmte wichtige Moleküle wie kurzkettige Fettsäuren bilden, die wiederum in unsere Blutbahn gehen, auch Einfluss auf unsere mentale Fitness haben. Ja, also vielfältige Funktionen. Da siehst du schon, es ist eine extrem hohe biologische Komplexität dahinter. Und diese Mikrobiota sich halt im Laufe der Jahrtausende, Millionen Jahre mit uns entwickelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein gesundes Gleichgewicht an Mikroben in unserem Körper haben. Und das untersuchen wir. Darüber können wir dir mit unserem neuartigen Intestpro-Test Rückschlüsse geben und dir dann sagen, okay, so sieht's bei dir aus. So sieht's halt bei dir nicht gut aus. Ja, sehr spannend, vor allem, was du sagst halt, dass auch diese Mikrobiomen halt auch für unsere Haut zuständig sind, für unsere mentale Psyche zuständig sind, für das, wie viel kann ich eigentlich, oder sollte ich eigentlich zu mir nehmen, nehme ich eher zu, nehme ich eher ab. Das sind ja total viele Auswirkungen, die nur von unserem Darm gestellt werden, sozusagen. Ja, also überwiegend von unserem Darm, weil ich sag mal, alles, was wir oral aufnehmen, geht ja durch unseren Darm und wird dann entweder in den Körper aufgenommen oder ausgeschieden. Das sollte im Gleichgewicht richtig sein. Wenn wir zu durchlässig sind, zu viele Giftstoffe aufnehmen, hat es natürlich auch eine Auswirkung auf unser Hautbild. Ja, weil das ja trotzdem ja irgendwie ausgeschieden werden muss. Aber es gibt nochmal ein eigenes Hautmikrobiom. Und ein gutes Beispiel, mal Krankenschwestern, die sehr oft desinfizieren, die zerstören dadurch auch ihre natürliche Hautflora. Und kriegen dadurch sehr trockene Haut zum Beispiel, ja, und sind dann anfällig. Und deswegen ist für eine gesunde, schöne Haut ist halt auch die Hautflora entscheidend. Die sollte da auch im Gleichgewicht sein. Das gibt es doch gerade, wenn man jetzt aufwächst als Kind, wird ja wahrscheinlich das erste Basis gesetzt, wie mein Darm und meine Mikroben da drin sich verhalten. Einige Eltern haben wir jetzt, die ihrem Kind immer allen Dreck aus den Händen schlagen. Andere sagen, ach komm, isst doch alles, was da draußen wächst, stopf's dir in den Mund. Ja. Nein, das hat unsere Kindheit so auf diese Entwicklung der Darmflora. Kann man das schon als Kind beeinflussen? Ja, einen sehr großen Einfluss hat die Entwicklung des Mikrobioms im Kindesalter. Du kommst das erste Mal in Kontakt bei der Geburt mit dem Mikrobiom deiner Mutti. Und normalerweise hast du ja eine Vaginalgeburt. Wir wissen aber, bei Kaiserschnittkindern kommen die halt nicht in Kontakt mit dem Vaginalschleim. Und dadurch hast du schon mal eine viel schlechtere Ausstattung deines Mikrobioms. Gute Hebammen mittlerweile, die wissen das. Die schmieren das Embryo oder das Kind, das Säugling dann ein. Aber dann geht's auch weiter. Ich meine, dann ist Stillen hat natürlich einen Einfluss. Aber auch, wie du aufwächst, wie steril du aufwächst. Kinder, jeder, der Kinder hat, weiß, dass sie sich alles instinktiv in den Mund stecken, auch wenn es eklig ist und alles ablecken. Aber das ist instinktiv so gewollt von der Natur, weil wir damit Mikroben aufnehmen und unser Immunsystem trainieren. Gerade der Darm ist ja Immunorgan Nummer 1. 80% aller Immunreaktionen gehen vom Darm aus. Und bestimmte Bakterien sich dann auch ansiedeln. Und wir wissen gerade auch bei Kaiserschnittkindern und Kindern, die zu steril aufwachsen oder zu früh Antibiotika auch bekommen, Antibiotika ist ein Breitbandgift für die nützlichen Mikroben, dass die dann im Alter Probleme haben, wie allergische Reaktionen, Unverträglichkeiten, bis hin dann auch zu Reizdarm und anderen schwerwiegenden Krankheiten.
Also sollte man sein Kind doch immer mal da alles Mögliche von der Natur aufsammeln lassen und da gar nicht so vorsichtig sein. Genau, also übertriebene Hygiene ist eher kontraproduktiv. Das weiß man aber erst seit wenigen Jahren. Also das ist, hat sich halt durch unsere industrielle Lebensweise halt so ein bisschen entwickelt, ja. Dass man auch zu häufiges Duschen trocknet die Haut aus, weil du halt einen Mikrobiomfilm halt abschmierst, ja. Wenn man aber ins Tierreich guckt von anderen Säugetieren, dann sieht man sehr schnell, dass es in der Natur ganz normal ist und dass es dazugehört und dass das Mikrobiom Teil von uns ist, was wir zwar nicht so bewusst mitbekommen, aber wir durch unsere tagtäglichen Handlungen natürlich einen Einfluss darauf haben. Und da ja jetzt mit dem Wissen, was wir tagtäglich jetzt neu dazugewinnen, gegensteuern können wieder und eine gesündere Lebensweise hinkriegen können. Und es ist nicht übertriebene Sterilität und Hygiene. Ja, es ist halt auch eine Gesellschaftssache, zum Beispiel halt durch viele Kaiserschnitte. Ne? Die wird ja immer mehr gepusht, dass die Kinder nur so auf die Welt kommen und den Müttern wird es wahrscheinlich auch geraten, ja, tut nicht weh und Kind ist schnell da und was da alles wahrscheinlich noch gebracht wird an Argumenten. Und dabei ist halt die natürliche Art die bessere Art. Ne? Ja, es ist die natürliche Art, aber wie gesagt, jetzt wissen wir ja, dass das Mikrobiom sehr wichtig ist, gerade im Start, beim Start bei der Geburt. Und dass normalerweise die Hebammen heutzutage das dann da bei Kaiserschnitten dann übergehen, indem sie dann halt das Kind dann nochmal einspülen. Halt bleiben. Und dann hast du das erst, weil die Mikroben, die sind sehr beweglich und die finden ihren Weg dann auch in den Körper. Sehr spannend. Ein Freund von mir, der hat Colitis ulcerosa, das sind ja auch so Darmkrankheiten oder auch Crohn, also Leaky Gut-Syndrom, man kann ja viel haben. Und da habe ich letztes Mal gelesen, gerade bei Colitis ulcerosa, man könnte jetzt auch Teile des Mikrobioms austauschen. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst. Wie effektiv ist das? Also du kennst natürlich. Gerade bei, doch, das kennen wir natürlich. Das ist in Deutschland noch unterrepräsentiert, in Frankreich, in den USA, auch in Japan. Schon ein bisschen höher, das nennt sich Stuhltransplantation. Das ist dann wirklich die letzte Methode, die man dann anwendet, die aber einen sehr guten Outcome bisher zeigt. Also bei schwer kranken Patienten, die wirklich extreme Entzündungen haben und da sehr extreme Schmerzen haben, wo auch also die klassischen Methoden nicht mehr helfen. Da macht man über eine Darmsanierung, Darmreinigung erst und transplantiert dann aufbereiteten Stuhl von einem gesunden Spender, der auch am besten sehr nah verwandt ist zu dem Patienten, Enkelkind sein, so dass man halt eine geringere Abschottung hat, weil die Kommunikation zwischen menschlichen Genom und oder Ausstattung, Background, genetischen Background und Mikrobiom hat halt auch einen Einfluss, ja. Und dann transplantiert man das und da hat man sehr, sehr gute Outcomes bisher. Aber dann muss man den richtigen Spender finden. Und dann kann man auf jeden Fall die Symptome wieder lindern. Und wenn man Glück hat und die richtige Ernährungsweise und Lebensweise danach führt, dann besser wieder leben. Sozusagen tun die guten Bakterien, ich nenne sie jetzt mal gute oder positive Bakterien, des Gesunden so viel Einfluss nehmen auf den Kranken, dass die dann überwiegen und Einfluss nehmen auf die schon pathologischen. Ja, genau. Du reinigst ja einmal deinen Darm, dann kommt sozusagen fast alles raus. Da sind nur noch minimale Restbestände an diesen bösen Mikroben, die Entzündungen hervorrufen auch. Und dann packst du halt eine hohe Menge von einem gesunden Spender, wo sehr viele nützliche verschiedene Mikroben drin sind. Und die siedeln sich dann im Darm an und verdrängen dann auch die wenigen bösen Mikroben im besten Fall, ja. Bleiben dann da und übernehmen dann die Aufgaben im Darm. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Methode, mit der du Menschen helfen kannst, die echte Probleme haben. Leider in Deutschland noch nicht so verbreitet. Ist halt keine große Lobby hinter. Verdient kein Mensch, also kein Unternehmen viel mit, ist halt kein teures Arzneimittel, aber dennoch eine Methode, die super funktioniert und die hoffentlich noch mehr Anerkennung dann auch findet. Wenn wir jetzt gerade bei den Krankheiten sind, die der Darm hervorrufen kann, was gehört alles dazu? Was kann an Auswirkungen auf unseren Körper passieren, wenn unser Mikrobiom nicht mehr stimmt? Also das geht los bei leichten Symptomen wie Unverträglichkeiten,
Durchfall bis hin dann auch wirklich zum Reizdarm, wo man dann, wir haben Kunden, die gehen 30 Mal am Tag auf Toilette. Wir haben Kunden, die gehen alle 10 Tage nur auf Toilette, die haben Verstopfung, extreme Verdauungsprobleme. Und dann geht es hin bis zu Übergewicht oder Untergewicht, also die auch Probleme haben, ihr Gewicht zu halten und extrem adipos sind oder unterernährt. Unterernährt in Anführungsstrichen, die essen ja viel, aber der Körper kann nichts aufnehmen. Da sind wir wieder bei dieser Darmwand, Darmschleimhaut, was kann ich denn eigentlich an Nährstoffen meinem Körper hinzufügen? Und dann geht's, wenn du über längere Zeitraum, über Jahre ein Ungleichgewicht deiner Darmflora hast, dann entstehen auch Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, weil du ja Giftstoffe in deine Blutbahn lässt oder Fette, die sich dann ablagern können, ja. Und du kannst aber auch mentale Erkrankungen bekommen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Darmflora verschoben ist bei Menschen mit Angstzuständen, mit Depressionen. Man sieht sogar Korrelationen bei Multiple Sklerose oder Parkinson. Diabetes ist ein Thema mittlerweile eigentlich bei allen großen Krankheiten, die man guckt, sieht man zumindest immer eine verschobene Darmflora. Wir wissen nicht immer die Kausalität dahinter. Wir sehen aber, dass irgendein Zusammenhang da sein muss. Es gibt dann immer Diskussionen, war erst die Darmflora nicht im Gleichgewicht und die Krankheit ist dann entstanden oder war die Krankheit erst da und dann ist die Darmflora entstanden. Das weiß man bei den ganzen Studien nicht immer bei allen Erkrankungen, zurzeit jedenfalls noch nicht. Da wird noch viel geforscht, aber feststeht, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass man durch eine gesunde Darmflora oder eine allgemein hohe Darmgesundheit vielen Krankheiten entgegenwirkt. Ich habe ja nur in dem Bereich eher Kiefer zu tun. Mhm. Würdest du sagen, dass der Darm, wenn er pathologisch ist, Einfluss haben kann auf den Kieferbereich, beziehungsweise habe ich auch einige Patienten, die haben zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündungen, ja, die Geschichten. Würdest du das auch dazu zählen? Kannst du eine Auswirkung haben? Also prinzipiell alles, was nicht eigentlich durch den Darm in den Körper gelangen sollte, was aber dann wie Giftstoffe oder auch fremde Bakterien, ja, also die eigentlich gar nicht durchkommen sollen, in die Blutbahn kommen, können ja auch in der Nasennebenhöhle irgendwann landen. Ich habe mal nachgeguckt, vorher schon, es gibt eine kleine, ganz wenig Studien darüber, die nur sehr wenig bisher aussagen, Zusammenhänge. Aber es gibt natürlich auch Mikrobiom in den Nasennebenhöhlen. Ja, und die können ja auch durch die orale Aufnahme, durch die Nase, auch dorthin kommen. Und wenn das dort auch nicht im Gleichgewicht ist und da eher, sagen wir jetzt in Anführungsstrichen, böse Mikroben leben, dann haben die natürlich auch einen Einfluss auf Entzündungen der Nasennebenhöhle. Ja, also das ist ja ein komplexer Organismus, der wir sind. Und da hängen natürlich auch die verschiedenen Organe und Bereiche, können dann zusammenhängen. Ja, ich habe viele Patienten, die vor allem halt auch Magenprobleme haben. Ja. Die Chinesen, die schalten sich da sehr ein und die sagen halt, dass laut den Meridianbahnen der Kiefer halt stark mit dem Magen verknüpft ist. Ja. Und dann hast du viele Patienten, die Sodbrennen haben oder Unverträglichkeiten haben. Und das Magen-Darm-System hängt ja auch wieder zusammen. Also meiner Ansicht nach, was ich jetzt so sehe, ich brauche aus meiner Erfahrung, gibt es da einen Zusammenhang. Aber spannend, dass es da wenige Studien gibt. Ja, also da gibt es noch nicht so viele Studien, aber da wird es ja auch eine Menge neuer Sachen bekommen. Wir selber machen ja auch Forschung. Wir sind ja Wissenschaftler von der Hochschule Wildau. Ein Spin-off, haben wir ja da jetzt 10 Jahre wirklich dran geforscht, an der Technologie im Hintergrund und auch die Interpretationsdatenbank aufgebaut, wo wir alle klinischen, wissenschaftlichen Studien, die so am Markt sind, evaluieren und dann in unsere Interpretation, unser Reporting mit reinnehmen. Und wir selber animieren ja alle unsere Kunden, werdet der Hobbyforscher, gibt ein paar Daten, anonymisiert natürlich datenschutzkonform Preis, weil wir damit neue Erkenntnisse generieren können, die euch vielleicht später helfen oder anderen Menschen in der Community. Und wir wollen ja auch so eine Erkenntnisse, dann publizieren wir ja auch. Wir haben schon 1, 2 Publikationen. Wir sind ja noch recht jung als Firma, als Universität haben wir noch mehr publiziert. Aber wir werden im Laufe der Zeit immer mehr publizieren, neue Erkenntnisse generieren, weil wir sammeln ja, es ist schön, sehr viele Daten, also sehr viele Kunden. Und wenn wir Lebensdaten, Gesundheitsdaten von diesen Kunden haben, können wir dann gucken, okay, wie sieht denn eigentlich das biologische Profil von Übergewichtigen jetzt aus oder von Leuten, die eine Nasennebenhöhlenentzündung haben, und können dann Muster erkennen. Und diese Muster sind dann spezifische Mikroben, die immer wieder auftauchen bei diesen Erkrankungen. Und
dann wissen wir, okay, da muss es einen Zusammenhang geben. Dann können wir das auch publizieren. Ja, sehr spannend. Dann muss ich mal ein paar Daten sammeln über meinen Patienten. Gerne, ja. Also, ja, wenn ihr die Plattform bietet, das ist sehr gut. Ja, ja, genau. Also ist auch alles freiwillig natürlich, aber es machen sehr, sehr viele unserer Kunden mit. Und dadurch, dass wir natürlich direkt an die Gesellschaft rangehen, haben wir ja auch eine viel bessere, sag ich mal, heterogene Population, die ein wahres Bild darstellt, anstatt jetzt ein reines Forschungsprojekt, wo du, sag mal, 200, 300 Studienteilnehmer hast, die vorher aussortiert wurden, wo du natürlich eine ganz klare, sag ich mal, Kontrolle trotzdem hast. Das ist ja auch gut. Aber wir nehmen ja wirklich Daten von unseren Kunden. Und was wir auch machen, wir können ja unsere, also das Mikrobiom, das ist das Spannende gegenüber das menschliche Genom. Man kann es relativ einfach manipulieren und optimieren durch bestimmte Handlungsweisen. Also bei der Darmflora vor allem natürlich die Ernährung. Und dann kann man über die Zeit halt gucken, okay, wie verändert sich denn das Mikrobiom? Und wenn dem unserem Kunden es dann auch besser geht, er fühlt sich besser, er hat weniger Probleme mit seiner Verdauung oder er hat wieder ein besseres Gewicht und wir dann noch zusätzlich eine zweite, dritte Mikrobiomanalyse machen, dann sehen wir auch über die Zeit, ja, bei dem Menschen hat es funktioniert und bei dem halt nicht. Und dann lernen wir mit der Zeit, okay, so eine Art Deep Learning Algorithmus, der dahinter hängt, diese Handlungsempfehlung bei der Person mit dem Profil. Irgendwann sind wir dann, können wir, was wir jetzt noch per Empfehlung, per Logik aus Literatur, aus wissenschaftlichen Studien herausziehen, dann irgendwann datengetrieben sein. Oder ist noch ein bisschen weiter weg, aber da gehen wir hin, weil da brauchen wir sehr, sehr viele Daten, da reden wir dann über 100.000. Ja, aber es ist spannend zu sehen, was dann auch so kommt bei euch. Ja. Warum hast du denn Biomes gegründet? Also wofür steht Biomes und warum? Ja, also mein Background, was ich ja gesagt habe, Systembiologe, das, man muss eigentlich immer das komplette System, den Organismus betrachten und nicht nur einzelne Zellen oder einzelne Bereiche, weil alles gehört zusammen. Genau, das, warum ich bei Biomes gegründet habe, liegt einfach in meiner PhD-Zeit, in Kurzbring-Haber war oder erstmals mit dieser sogenannten Next Generation Sequencing Technologie in Kontakt gekommen bin und erstmals in der Lage waren, komplexe Genome zu digitalisieren. Und mir war relativ schnell klar, wo ich die ersten Daten gesehen habe, dass diese Technologie die Welt verändern wird. Und wir sind jetzt langsam auf dem Weg dahin. Du musst dir vorstellen, es ist so wie die Erfindung des Internets oder des Smartphones. Ja, jeder hat es jetzt, es ist eine Massenanwendung. Und in wenigen Jahren werden die Menschen ihr Genom und auch ihr Mikrobiom billig und schnell und hochqualitativ analysieren können und so besser ihr Leben einstellen können oder auch besser Diagnostik finden. Deswegen haben wir dann die Firma, also erstmal die Technologieplattform entwickelt über viele Jahre, haben dann ein Gründungsstipendium auch bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und haben dann den Prototypen, unser erstes Produkt, marktreif gemacht in Testpro, halt diese Darmflora-Analyse, DNA-basiert ist. Und sind jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr am Markt, haben wir gegründet und wachsen jetzt. Wir wollen aber Biomes natürlich noch weiterführen. Wir werden einen Test für Kinder herausbringen, wir werden auch einen Test für Hautflora herausbringen, wir werden auch Tests für Haustiere herausbringen, weil die haben genau ähnliche Probleme wie wir Menschen. Man kann die halt überall einsetzen, wo DNA ist. Und wir haben da sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und werden da auch unsere Produktpalette ein bisschen diversifizieren. Ja, was ist das Einzigartige an diesem Stuhltest, den ihr habt? Ja. Weil ich weiß schon, er ist anders als alle anderen. So, ja, er ist vielleicht genau. Zur klassischen Darmanalyse, wenn man da so seinen Test abgibt, was unterscheidet den Ja, einiges. Also die klassische Darmflora-Analyse ist ja per Kultivierung. Man sammelt erstmal ein bisschen Meerstuhlprobe ein, man schaufelt es in ein Gefäß und dabei sterben ungefähr 80% aller Mikroben, weil die unter Sauerstoff nicht gedeihen oder leben können. Die anderen 20% wachsen währenddessen auf dem Weg ins Labor und man hat eigentlich schon mal ein verschobenes Messbild und dann werden im Labor wird dann die Stuhlprobe ausgestrichen aus Agarplatten, Nährstoffplatten. Da wächst auch bestimmte Leitkeime wachsen da. Und die kann man damit identifizieren und dann zählt man die Kolonien aus und dann gibt man auch die Quantität an, Colony Forming Units nennt sich das CFU. Insgesamt hat man aber verschobenes Messbild und man ist limitiert zu sehr wenigen Leitkeimen.
Unser großer Vorteil ist, wir haben einen DNA-basierten Ansatz. Das heißt, wir brauchen erstmal sehr, sehr wenig Probe. Wir haben in unserem Test ein Wattestäbchen, das tupfst du an, benutzt ein Toilettenpapier ab. Wir brauchen maximal eine stecknadelkopfgroße Probe. DNA ist sehr sensitiv und sehr stabil. Und das rührt man dann ein in ein Probengefäß, was beigefügt ist. Da ist eine Lösung drin. Und die stabilisiert jegliche DNA für viele Jahre. Egal ob bei minus 20 Grad oder plus 80 Grad. Und die Mikroben sind inaktiviert. Das heißt, die wachsen nicht. Wir haben praktisch einen Snapshot von der DNA da drin. Und diese Probe wird dann im beiliegenden vorfrankierten Briefumschlag zurück in unser Labor gesendet. Und anstatt nur 10-15% der Mikroben zu identifizieren und zu quantifizieren mittels Kultivierung, können wir jede Mikrobe identifizieren und quantifizieren und genauer quantifizieren genauso. Und dann haben wir natürlich viel höheren Informationsgehalt und können viel mehr aussagen über den Themen, zum Beispiel Diversität. Wie viele nützliche verschiedene Mikroben habe ich denn? Das gerade eine hohe Diversität korreliert nämlich mit Gesundheit und Wohlbefinden und das kann die klassische Darmflora. Ja. Deswegen sind wir da auch im Quanten. Ja, also ich kenne das. Ich habe auch schon eine Darmanalyse mal eingeschickt vor einigen Jahren, weil ich Probleme hatte. Und habe da gedacht, okay, jetzt muss ich das unbedingt mal machen. Und das ist nicht gerade so ein schönes Thema für den Podcast, aber muss es ja mal erwähnen, die Anwendung, wie man da das einschicken muss, das ist schon alles andere als einfach. Das hat mich dann oftmals an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil wir müssen uns das eher ausmalen, aber natürlich die Einzigartigkeit, die ihr da habt, das einfach nur auf dem Toilettenpapier ein bisschen was abzustreichen, das ist genial. Ja. Und halt auch diese DNA, was du sagst, dass die meisten dann schon sterben auf dem Transport, ist auch nur auch logisch. Ne? So. Ja, ist logisch, genau. Ja, ja. Deswegen, also ich denke, in der Zukunft wird sich das auch auf die DNA-basierte Ansatz relativ schnell einschießen. Kultivierung ist halt eine disruptive Technologie, die wir jetzt auch haben, die wird wahrscheinlich dann irgendwann gar nicht mehr angewandt werden, weil die aussagekräftiger bei einer kompletten Mikrobiomanalyse ist. Seid ihr die Ersten, die das auf DNA basiert machen? In Europa sind wir die Ersten mit, ja, da sind wir wirklich First Mover. Es gibt mittlerweile auch einige Labordienstleister, die das machen. Und in UK gibt es auch eine Firma, die aber kein eigenes Labor machen, sondern die dann einen externen Labordienstleister benutzen. Aber Pionier ist ein amerikanisches Unternehmen, nennt sich Ubiome. Die sind schon ein bisschen länger am Markt. Die sind auch deutlich besser finanziert, sitzen auch in den USA als wir hier in Deutschland. Aber die gehen auch eher in den klinischen Bereich rein, für Diagnostik von Pathogenen, von Keimen, die halt krankheitserregend sind. Was wir auch sehen, wir sind aber eher am Markt jetzt als Lifestyle-Produkt, weil wir auch sagen, wir wollen auch den Zugang Menschen geben, die nicht unbedingt schwer krank sind, zu dieser tollen Technologie, denen wir aber trotzdem schon helfen können, wenn sie Verdauungsprobleme haben oder Verträglichkeiten oder Gewichtsprobleme, ohne dass sie gleich zum Arzt laufen müssen. Und wir ihnen Handlungsempfehlungen geben können, die dann helfen, dass es ihnen wieder besser geht. Und wenn ich jetzt zu einer normalen Darmanalyse gehe, dann macht das ja meistens der Arzt. Ne? Da sagt er dann, okay, jetzt machen wir hier mal eine Stuhlprobe und das schickt man dann ein ins Labor und dann kommen sie in 3 Wochen wieder oder wann auch immer und dann werten wir das aus zusammen. Also habe ich ja immer den Arzt, der dazwischen geschalten ist. Jetzt habe ich ja in dem Fall, dass ich jetzt bei Biomas bin und auf eure Internetseite schaue und mir diesen Stuhltest kaufe, ja keinen Arzt zwischengeschalten. Wie bekomme ich denn dann die Auswertung? Ja, also wir haben verschiedene Vertriebskanäle. Das eine ist natürlich unser Direktvertrieb, dann bist du direkt Endkunde bei uns. Du kriegst dann deinen Report in einem eigenen abgegrenzten Online-Portal, wo du wirklich bis zur kleinsten Probe deine Darmflora erforschen kannst, erkunden kannst. Und dann wirst du schon merken, wow, da ist eine Menge Information, weil wir auch versucht haben, wirklich allgemeinverständlich da die verschiedenen Themenbereiche, aber auch die verschiedenen Mikroben, also das Wissen, was wir über jede einzelne Mikrobe haben, kannst du dann auch Details klicken und kannst dann lesen. Es ist wie eine Enzyklopädie eigentlich und kannst dich da durchforsten. Und die Themenbereiche gehen halt über Immunsystem, Verdauung, Vitaminsynthese, Darmschleimhaut, Appetit, Cholesterin, Kalorienverwertung, also die ganzen Themen. Da gibt es sehr viel Hintergrundinformation. Wenn du weitere Beratung brauchst, gibt es die Möglichkeit, dass du entweder bei uns anrufst. Wir haben einen guten
Kundensupport, ich dann auch begleitet und meine Fragen beantwortet. Aber für unser zweiter Vertriebskanal ist halt auch über Apotheken, Heilpraktiker, Ernährungsberater, teilweise auch Fitnessstudios, wo du dann praktisch den Test dann bei dem Ernährungsberater bekommst, mit nach Hause nimmst und dann mit dem Report, den kannst du ausdrucken, wir haben dann einen PDF-Report auch, zurückgehst und der Berater geht mit dir dann sozusagen den Report durch und erklärt dir dann, was du auch machen kannst, und dann an den Stellen, wo Optimierungsbedarf ist, dann besser wirst du wieder, ja. Also auch der Weg geht, und wir arbeiten auch an einem Netz dran, wenn du jetzt bei uns direkt Endkunde bist, dass du dann praktisch eine Postleitzahl dann eingeben kannst und sehen kannst, okay, hier die Berater sind in meiner Nähe, da kann ich nochmal einen extra Termin machen, um mich nochmal besser beraten zu lassen, wenn dir das Online-Portal nicht ausreicht.